Ja, ein bisschen überzogen haben wir, aber die Musikkapelle hat uns ja bestens unterhalten. Ein herzliches Grüß Gott zum Marquardt Sonntagsstammtisch. Ich freue mich sehr, sehr, dass trotz Ferienzeit und trotz schlechtem Wetter so viel gekommen sind. Großartig. Ich möchte ganz, ganz herzlich begrüßen und wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, zu uns ins Herzen von Altbayern zu kommen, Herr Marquardt, und wir freuen uns sehr auf unseren Sonntagsstammtisch. Herzlichen Dank fürs Kommen. Schön, dass Sie da bei uns sind im Aschau an ihm. Ja, und zu einem richtigen Sonntagsstammtisch, nach dem Sonntagsstammtisch, wie es der Herr Marquardt macht, gehören natürlich Gäste. Und da fange ich natürlich bei den Damen zuerst an. Ich freue mich, Frau Dr. Veronika Meyer vorstellen zu dürfen. Schön, dass Sie heute bei uns da sind und bei uns am Stammtisch teilnehmen. Dankeschön. Dann meine Freundin und eine der wenigen, das muss ich ganz ehrlich sagen, das machen wir schon als Feuerwehrkommandantinnen, die es in Bayern gibt und das ist großartig, Niki Schwenk. Toll, dass du da bist. Den jüngsten Bürgermeister. Und eigentlich wahrscheinlich auch den überraschendsten, den die Stadt Mühldorf je gehabt hat. Und es ist großartig, was seitdem entstanden ist. Michael Hetzel, super, dass du da bist. Ganz, ganz herzlichen Dank. Okay. Und meinen Kollegen, meinen FDP-Kollegen, dann sage ich mal ein bisschen der Shootingstar bei uns bei der FDP in Mühldorf, aber nicht nur FDP, sondern ganz, ganz groß in Ehrenamt. Und das Ehrenamt, was wir ja alle vertreten, Valentin Clemente, Rettungssanitäter ist, aber in seiner Freizeit immer im Rettungsdienst ist und Stadtrat in der Stadt Walgreiburg ist und Kreisrat in Mühldorf ist. Dann möchte ich natürlich ganz herzlich begrüßen den Hausherrn, den Breu, der uns das ermöglicht hat. Schön, dass wir da kommen dürfen. Herzlichen Dank. Dann den Altbürgermeister von Aschau, den habe ich auch gesehen. Herzlichen Dank, Herr Huber, fürs Kommen. Ein herzliches Grüß Gott, der Blaskapelle Aschau, eigentlich die Altbayerischen, wie Sie sich genannt haben. Ganz schön, dass Sie sich am Sonntag heute Zeit genommen haben und für uns da zum Aufspielen. Ganz herzlichen Dank. Das tut unserer bayerischen Seele. Und wir haben ja nicht nur heute die Gäste, es ist ja so, wie wir wirklich beim richtigen Stammtisch, beim Marquardt Sonntagsstammtisch, auch die Live-Übertragung. Das ist schön, dass Sie dabei sind. Dann muss ich von meiner Seite natürlich noch haben wir einen noch prominenten Besuch, den Bundesvorsitzenden der Feuerwehrgewerkschaft, Herrn Siegfried Meyer aus Haag. Herzlichen Dank fürs Kommen. Und dann natürlich meinen Kollegen aus dem Nachbarlandkreis, unseren KK, unseren Konrad Kammergruber. Dann Marc Steg, Herr von Mühldorf ist noch da. Dann unsere, herzlichen Dank fürs Kommen. Unser stellvertretender Vorsitzender der FDP in Mühldorf, Dr. Wolfgang Storm. Anke Storm, die Vorsitzende von Mühldorf, herzlichen Dank fürs Kommen. Und last but not least, meinen langjährigen FDP-Freund, der ist die weiteste Anreise, glaube ich, gerade aus Münchenland, aber mittlerweile gibt es ja eine Autobahn und wir haben noch einen Tunnel. Du musst nicht mehr, mittlerweile nach 40 Jahren gibt es ja bei uns eine Autobahn. Und du hast nicht bei den Lucy Kieselbach Platz zu überqueren. Also so sind wir mittlerweile ja schneller beieinander und das merkt man ja. Okay, also ganz herzlichen Dank. Ich bin jetzt still, weil ich freue mich auf unserem Stammtisch. Viel Spaß und guten Appetit. Und dann danke natürlich noch, die das Ganze möglich gemacht haben. Den Ausschank, dann der Gabi, den es alles hergerichtet hat. Herzlichen Dank. Herr Marquardt,
Nochmal schön, dass Sie da sind. Ja. Ja. Ganz kurz, der Aschauer Bürgermeister ist mittlerweile eingetroffen. Oh, ich habe jetzt gerade gehört, dass der Aschauer Bürgermeister auch eingetroffen ist. Nicht nur der frühere. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Schön, dass Sie dabei sind. Wer ist denn das, die Kleeband? So, grüß Gott. Wir sind alle verkabelt in diesem schönen Stadel. Das ist ja mal eine ganz andere Atmosphäre. Ich war ganz frühzeitig da, da dachte ich, ich bin mit der Blaskapelle alleine. Aber jetzt sind so viele von Ihnen gekommen, das ist eine große Freude unter freiem Himmel mit spannenden Gästen, ja, mit einem paritätisch besetzten Stammtisch. Drei Frauen, drei Männer, wenn ich mich absichere, sind die Frauen in der Mehrheit. Wir reden über alles am Stammtisch, schwätzen über alles, jeder kann frei reden und niemand ist verpflichtet, auf meine Fragen zu antworten. Da kann jeder, wie die Politiker das so machen, sagen sie, lassen Sie mich erst mal Folgendes erklären und dann kommt er mit seinem Thema. Ich bin ja ein neugieriger Mensch und weiß nicht genug über die Stammtischgäste, Frau Dr. Meyer. Haben Sie denn für sind Theologin und Psychologin und Komparatistin? Worüber haben Sie denn Ihre Doktorarbeit geschrieben? Ich habe über die Erlösungsthematiken in Shakespeares Dramen meine Doktorarbeit geschrieben. Boah. Das ist für die meisten nicht so spannend, aber ich finde, das ist sehr, sehr lehrreich. In welchem Drama kommt denn die Erlösungsthematik am stärksten vor? Es gibt ja 30, 40 Shakespeare-Dramen. Ich gucke mir mal darauf hin an, nachdem, was Sie da akzentuiert haben. Für mich geht es vor allem eben auch um Hamlet und gerade eben um die Erlösung, die nicht erfüllt wird. Weil ich denke, das ist eins der Themen, die uns als Menschheit insgesamt am meisten begleiten. Ja. Aber Shakespeare hat das ja nicht christlich gesehen, ne? Nein, nein, aber Erlösung ist ja auch kein... Erlösung klingt so nach Christus. Genau, es ist kein rein christliches Thema. Das ist ja in uns Menschen insgesamt verankert, dass wir gerne möchten, dass alles gut wird und dass unser Schicksal sich irgendetwas Gutem, Schönen zuneigt. Trotzdem gibt es zwei Sprüche, zwei Zitate aus dem Hamlet, die mit Erlösung nichts zu tun haben, sein oder nicht sein. Und in der Politik kann man immer zitieren, es ist was faul im Staate Dänemark. Ja? Das ist ja auch ein Klassiker, den man immer auf andere Staaten anwenden kann. Ja. Frau Feuerwehrkommandantin, ich habe gehofft, Sie kommen in der Uniform. Mhm. Ja, Männer stehen ja auf Uniform. Ja, es muss nicht unbedingt sein. Also meistens, wenn ich Uniform habe, dann ist irgendwas los. Aber heute ist es mal ruhiger. Aber, hoffe ich. Ja, ich finde das toll, dass eine Frau Kommandantin ist. Wie viele Feuerwehrleute haben Sie zu befehligen? Ich habe in meiner Feuerwehr, in der Feuerwehr Weidenbach, 56 unter mir. Aber es ist ein Miteinander. Also ich schaffe da nicht jeden aus, sondern nur miteinander geht es. Ja. Aber wenn jetzt, was kein Mensch möchte, ein Feuer ausbreche und es wäre Alarm, dann lassen Sie uns hier sitzen und rennen los. Haben Sie so einen Melder dabei, so einen Alarm? Nein, sowas brauche ich nicht. Ich habe das über mein Handy und ich sage immer, ich muss nicht überall dabei sein. Ich habe ja die... was in der Feuerwehr auch Gruppenführer genannt werden, die können das ja auch und die können auch befehlen. Das heißt ja immer noch Feuerwehr. Nach dem, was wir da beobachtet haben in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, könnte man ja auch sagen, das ist eine Wasserwehr. Ja? Da ist ja viel mehr Wasserproblem zu bekämpfen gewesen als Feuer. Ja, ein Feuer ist leicht zu bewältigen als wie das Wasser. Ja. Wasser bist du halt nicht Herr der Lage. Ist so. Frau Bubendorfer, Sie sind im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Das ist ja ein spannender Ausschuss. Ja. Hat er jetzt auch mit den vielleicht kommenden, fliehenden Flüchtlingen, Ortskräften oder nicht identifizierten Afghanen zu tun? Ist das ein Problem, mit dem Sie sich beschäftigen werden? Ja, wir haben ja Sondersitzung gehabt, also vorige Woche und diese Woche. Das ist natürlich ein großes Problem und ist ja eine sehr, sehr traurige Situation, eine fast undenkbare Situation, was sich momentan in Afghanistan anspielt. Und es muss ein Thema sein. Und auch wir als FDP haben ja diese Sondersitzung zu Afghanistan angekündigt.
gestoßen. Und ja, ein Drama, eine Tragödie, was sich da abspielt. Und ja, ohne bisher noch ohne Lösung. Also da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Und da gibt es schnell zu handeln und da gibt es kluge Beschlüsse zu schließen. Das macht mir aber ganz ehrlich gesagt die größten Sorgen momentan, die Situation in Afghanistan. Wie viele Mitglieder sind im Innenausschuss? Im Innenausschuss sind insgesamt 62 Mitglieder. Hm. Schön groß. Das ist ein schöner großer Ausschuss, ja. Ja. Also wir, so wie es aussieht, wie wir reden vielleicht auch noch ein bisschen über Wahlen und Prognosen und Umfragen, aber so wie es aussieht, werden Sie ja auch dem nächsten Bundestag wieder angehören. Das rechnen wir uns aus. Platz, wie viel haben Sie auf der Liste? Ich habe Platz 9. Das schaut momentan sehr gut aus, aber die Wahlen sind erst am 26. September. Und ich bin also durchaus zwar ein sehr realistischer Mensch, aber ein bisschen ein abergläubischer Mensch. Und darum möchte ich das nicht vorher verschreiben. Ja. Es gibt viele Anfragen schon bereits nach der Wahl. Und habe gesagt, das kommt mir gar nicht in Frage. Ich habe gesagt, es wird nichts nach dem 26. September momentan ausgemacht. Das macht man wirklich erst am Montag, den 27. dann aus, wenn es wirklich so weit ist. Aber trotzdem bin ich natürlich hoffnungsvoll. Und vor allem wissen wir überhaupt nicht, welche Regierung diese Bundesrepublik an der Spitze sehen wird. Ich gebe mal eine Prophezeiung ab. Sie haben so 4 Wochen nach dem 26. September, so Ende Oktober, kommen die alten und neuen Bundestagsabgeordneten zusammen, konstituierende Sitzung. Des gesamten Bundestags dann, und ja. Und genau. Dann glaube ich, dass es besonders lang dauern wird, bis wahrscheinlich 3 Parteien sich auf eine Regierung geeinigt haben. Ich sage mal voraus, Weihnachten haben wir noch keine neue Regierung. Es werden ja überall die Abschiedsarien auf die Kanzlerin gesungen. Die wird aber noch lange im Amt bleiben. Ich schätze mal, Januar, Februar, kann auch März werden. Es wird ja die Frau Merkel endlich ihren verdienten Ruhestand finden, wenn das Parlament sich auf eine neue Regierung und vor allem auf einen neuen Kanzler geeinigt hat. Und so lange bleibt die alte Regierung und auch die Frau Merkel wird uns noch einige Zeit erhalten bleiben. Da haben Sie ganz recht, da stimme ich Ihnen zu. Ich bin jetzt nicht so weit, dass man sagt, März, jetzt rede ich schon wieder im Konjunktiv, aber sag mal, ich hoffe natürlich auf eine Lösung vor Weihnachten, aber ich glaube, dass es noch viele Regierungserklärungen der Kanzlerin geben wird. Ja. Wir haben ja die im Juli das letzte gehört, neulich habe ich leider nicht kommen können, weil ich einen anderen Termin in Berlin gehabt habe. Dann habe ich gesagt, Mensch, die letzte, zu einem Journalisten, zu einem Kollegen von Ihnen, die letzte Regierungserklärung hätte ich eigentlich gehört. Dann hat er gesagt, das ist vielleicht die vorletzte Regierungserklärung. Also wir werden noch viele haben, aber ich bin nicht ganz so pessimistisch wie Sie. Ich würde sagen, vor Weihnachten oder sagen wir Januar, sagen wir nicht mehr. Also Weihnachten bestimmt nicht. Wir erinnern uns mal, die letzte Regierung, die sogenannte Große Koalition mit der damals noch kleinen SPD, bestand aus 2 Parteien. Es spricht sehr viel dafür, dass die nächste Regierung aus 3 Parteien besteht. Also ein mindestens Drittel mehr Umfang an Themen, an Posten, an Sortierungen, an Streitereien, sodass ich auf jeden Fall glaube, dass die nächste Regierung erst im nächsten Jahr kommt. Der jüngste Bürgermeister, wie jung sind Sie denn? Ich bin aktuell 33. Ja, das ist doch sagenhaft jung, ja. Ja, ich werde 85 Jahre alt, ja, dieses Jahr, und sehe voller Entsetzen, dass ich mich dauernd unter jungen Leuten bewege. Aber sind Sie in der FDP? Nein, ich bin parteilos geworden, wir sind als parteilos angetreten, sind aber mit der FDP, mein Co-Vorsitzender der Unabhängigen Mühldorfer ist ein langjähriges Mitglied der FDP Mühldorf, von dem her ist eine gewisse Verbandelung immer schon da gewesen. Kommunal, weiß ich nicht, ob Parteipolitik, bin immer einer Freund, kommunal braucht Parteipolitik nicht immer, aber natürlich Landes- und Bundesebene braucht man die Parteien und deswegen pflege ich auch einen engen Austausch und bin da auch, das andere, immer sehr dankbar für so Besuche, weil einfach Netzwerk wichtig ist, dass man auch für die Kommune, für unsere Stadt, für die Kreisstadt da auch wirklich Kontakte hat. Das kann man ja allgemein beobachten. In kleineren Gemeinden oder auch mittleren Gemeinden sind Parteien nicht so populär. Die Leute wollen nicht in der Partei sein. Das ist ein Sozi, das ist ein Schwarzer, hoffentlich auch mal ein Liberaler dabei. Und deswegen gibt es so parteilose, überparteiliche Gruppierungen, die dann den Namen der Gemeinde mit haben. Das kann man überall beobachten. Aber ich kann den FDPlern, die hier sind,
kann ich was Positives sagen, abgesehen davon, dass wir ja diese zweistelligen Aussichten haben. Ich habe einen Sprachfehler, ich kann schlecht Nein sagen. Und deswegen war ich in den letzten Wochen viel unterwegs. Gestern war ich noch in Hessen mit Hermann Otter Solms zusammen, in Licht. Ich war in Ettlingen, in Heidelberg, in Weinheim, überall auf FDP-Veranstaltungen. Die waren unterschiedlich gut besucht und unterschiedlich gut organisiert. Aber die Kandidaten waren immer spitze. Gute, junge, tolle Leute haben wir da. Ja. Also der Hermann Otto Solms und ich waren mit Abstand die beiden Ältesten. Ja. Das ist ein wunderbarer Kollege. Ich habe ihm ein schönes Wort mitgebracht. Ich habe auf einer Veranstaltung in Karlsruhe, wurde mir der australische Botschafter vorgestellt. Und da haben sie gesagt, das ist der Marquardt, das ist der Alterspräsident, das ist der Älteste überhaupt. Und da hat er gesagt, bei uns in Australien sagt man nicht Alterspräsident, das sagt man Father of the House. Das habe ich dem Solms erzählt, das hat uns natürlich gut gefallen. Ja. Der Herr Solms ist gar nicht so weit weg. Er ist ja bei uns nach dem Krieg in der Nähe in Marquardtstein sogar richtig, in die Schule gegangen. In die Schule, genau. Und wir haben den Musiklehrer von dem, den Herrn Markowski, gibt vielleicht jemand, der da Unterricht bei ihm gehabt hat, der war ganz, ganz lang bei Herr Huber. Sie kennen vielleicht den Herrn Markowski noch Chorleiter und Orchesterleiter in Wolgreiburg, war sehr strenger Herr. Aber der hat lang bei uns noch da bei uns versucht, Musikunterricht zu geben. Und da hat der Herr von Solms auch seine Ausbildung erhalten. Er hat mir das einmal erzählt. Dann habe ich gesagt, so klein in Frankfurt hat er mir das erzählt. So klein habe ich gesagt, ist die Welt so schön, wie alles wieder dann wie ein Putzlespiel zusammenpasst. Der ist ja eigentlich ein Prinz. Ein Prinz zu Solms Licht. Und der ist ja nicht aus Gießen, sondern Licht. Da haben sie mich an dem Schloss vorbeigefahren, wo er gewohnt hat. Und diese Geschichte, die erzähle ich jetzt nicht, seine Lebensgeschichte. Aber ich kann Ihnen sagen, warum ich es seit gestern auch weiß. Er hat ein Buch geschrieben. Ja. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Frei heraus. Und da ist die ersten 100 Seiten sind so Biografie, der Rest ist der Politik. Der war ja 26 Jahre Schatzmeister der FDP, war Fraktionsvorsitzender, hat viel zu erzählen. Das ist ein schön erzähltes Buch. Und da steht auch diese bayerische Geschichte drin. Und die unglaubliche Geschichte, dass er, als er aus dem Mutterleib herausgeholt wurde, graue Haare hatte. Das hat man ja ganz selten. Das hat man darauf zurückgeführt, dass sein Vater während der Schwangerschaft gestorben ist. Es hat sich dann gelegt, aber ein Kind mit grauen Haaren, das war damals in der Klinik eine Sensation. Sie sind Stadtrat in Waldkreiburg. Genau, ja. Sind Sie alleine für die FDP da? Ja, für die FDP alleine in Fraktionsgemeinschaft mit zwei Kollegen von den Grünen. Das ist eine seltsame Beziehung, oder? Ja, tatsächlich, wir haben ja das Thema schon gehabt, auf der kommunalen Ebene ist ja die Parteipolitik in erster Linie zweitrangig. Es hat was mit der persönlichen Einstellung zu gewissen Themen zu tun, ja. Aber letzten Endes ist es ja lösungsorientiertes Arbeiten und es hat ganz gut gepasst, weil wir sind mit Abstand die jüngste Fraktion. Also wir sind alle so ziemlich im gleichen Alter. Allein schon deswegen haben wir jetzt gerade für die Interessen der Kommune oft in vielen Bereichen ja auch dieselben Vorstellungen. Insofern hat es ganz gut gepasst. Das ist eine sehr gute Zusammenarbeit und wir haben uns von Anfang an auch darauf verständigt, in der Fraktionsgemeinschaft müssen wir uns ja auch nicht bei jedem Thema einig sein. Es ist ja so, dass ja jeder nach bestem Wissen und Gewissen stimmt. Und insofern ist das eine ganz, ganz gute Zusammenarbeit. Das kann ich gut verstehen. Ich bin ja jetzt 53 Jahre in der FDP. Ich bin 68 eingetreten, als Joschka Fischer mit Steinen auf Polizisten geworfen hat. Und bin in diesen 53 Jahren immer zufrieden, wenn ich mit etwa 50% dessen übereinstimme, was meine Partei will. Ja, das ist ja schwer genug. Aber es sind auch Rettungssanitäter. Wir haben hier Feuerwehr und Rettungssanitäter. Wie üben Sie das aus? Auch auf Abruf oder Pflicht? Haben Sie da Pflichttermine? Ja, also ich mache einmal den Beruf des Rettungssanitäters hauptberuflich. Hauptberuflich? Ja, genau. Das ist ja einmal quasi das, womit ich mein Geld verdiene. Und zusätzlich bin ich im Ehrenamt nur aktiv, im Katastrophenschutz. Dann sind dann ganz vielfältige Themen. Bin auch bei der Wasserrettung nur aktiv. Also ja, breite Palette ist ein sehr, sehr interessantes.
Ehrenamt, aber auch sehr arbeitsreich, aber gibt einem viel zurück. Und die Niki und ich haben ja auch schon die ein oder anderen Einsätze gemeinsam bewältigt. In Waldkraiburg oder auch darüber hinaus? Auch darüber hinaus. Also letzten Endes, gerade Katastrophenschutz ist ja immer keine lokal begrenzte Sache, sondern ist ja meistens, also jetzt bei uns ja auf der Landkreisebene. Und Wasserrettung ist dann in Waldkraiburg quasi mit dem entsprechenden Einsatz. Wen haben Sie meistens zu retten? Sind das völlig unterschiedliche Fälle oder gibt es da einen Schwerpunkt? Das ist völlig unterschiedlich. Also es kommt jetzt darauf an, wie gesagt, im beruflichen Umfeld, es gibt halt klar, so wie es jetzt in der Corona-Pandemie vulnerable Gruppen gibt, die sind ja generell auch dann natürlich werden leider oft auch Notfallpatienten, weil die halt anfälliger sind. Aber ansonsten ist die ganze Palette dabei. Das macht ja auch den Beruf und auch das Ehrenamt so interessant, weil man ja eigentlich durch alle Gesellschaftsschichten und Altersgruppen mit verschiedenen Menschen und verschiedenen Problemen konfrontiert wird. Frau Dr. Meyer, wie sind Sie mit der Barrierefreiheit zufrieden? Kommen Sie überall hin? Sie haben ein ganz hochmodernes, super Fahrgerät, was Sie da schön steuern, ja, aber trotzdem kommen Sie wahrscheinlich nicht überall hin. Was könnte man da noch verbessern? Man könnte insgesamt anfangen, Menschen wie mich, Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind und auch Menschen, die mobilitätseingeschränkt werden können, was jeder Mensch von uns werden kann, mitdenken. Ich glaube, allein darüber wäre ich schon unfassbar froh, dass nicht, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, erstmal die Hände nach oben gehen und nach dem Motto, jetzt, was sollen wir denn jetzt mit Ihnen tun? Allein schon, dass man sich dem Ganzen öffnet, dass man Wege gemeinsam sucht. Ich bin, glaube ich, nicht mehr so weit, dass ich sage, ich fordere, dass ich überall hinkomme, was das eigentliche Ziel auch der UN-Behindertenrechtskonvention wäre, weil davon sind wir in Deutschland einfach sehr, sehr weit entfernt. Aber allein schon zu existieren im Diskurs wäre unfassbar wichtig. Ich verrate Ihnen jetzt mal ein. Ich habe Ihnen ja vorhin, als wir uns kennenlernen, schon erzählt, dass ich gegen Rollstuhlfahrer Tennis gespielt habe, Rollis, die nennen sich ja Rollis und uns gehen sie Fußgänger, nennen sie. Ne? Der Rolli hat gesagt, ich habe gegen einen Fußgänger gespielt. Das war bei dem auf der Seite, seiner Seite des Netzes darf der Ball zweimal aufspringen. Aber jetzt verrate ich Ihnen mal ein Projekt, ein weltweites Rollstuhlfahrerprojekt, was wir nur im kleinsten Kreis diskutiert haben. Zusammen mit dem großartigen Musiker, meinem Freund Leslie Mandoki, der jetzt merkwürdigerweise trotz der hygienischen Schwierigkeiten vorige Woche ein Konzert vor 30.000 Menschen in Budapest gebe. Und ich habe einen sehr engen Freund, das ist ein Vietnam-Opfer, ja, Loan, und der hatte die Idee, ein weltweites Rollstuhlfahrer-Konzept zu machen mit der Melodie You Never Roll Alone. Und er hatte Sänger von überall her und denk, ein Riesenprojekt wäre das geworden. Aber der englische Musikverlag, der über die Zeile verfügt, You Never Walk Alone, der hat uns nicht erlaubt, dass wir dieses eine Wort austauschen. Ja, das dürfen wir nicht, das wäre eine tolle Sache geworden, You Never Roll Alone. Aber wir haben das Projekt nicht aufgegeben. Der Leslie arbeitet jetzt einfach an einer neuen populären Melodie, die man sofort nach drei Takten im Kopf hat. Und dann machen wir diese große Rollstuhlnummer weltweit, dann werde ich Sie dann auch ansprechen, können Sie mitsingen. Ja? Sehr, sehr gerne, ja. Da gibt es ein paar tolle Sänger. Ja. Ja. Das ist doch eine Sache, die mir gut gefallen hat. Ja, ich denke, je sichtbarer Menschen wie ich werden, desto mehr können wir auch in der Gesellschaft teilhaben. Ja. Und wir sind leider noch an dem Punkt, wo es darum geht, sichtbar zu werden. Frau Bubendorfer, ich zermartere mir den Kopf über dieses rätselhafte Wesen Wähler. Ja? Also vielleicht können Sie mir helfen, Sie sind ja noch näher dran an den Leuten. Ich kann ja verstehen, man kann verstehen, dass es Leute bei der Union gibt, die mögen den Laschet nicht oder sagen, das ist zu lasch und sind enttäuscht und frustriert und sagen, den wähle ich nicht.
es wird, wir gehen mir aber nicht in den Kopf, dass diese Leute dann von der CDU, CSU zur SPD gehen. Es sieht ja so aus, als ob die SPD aufhört. Das wird ja, das ist ja eine totale Richtungsänderung in der Wahl. Ja? Die wählen ja dann eine eher eigentumsfeindliche Partei statt einer marktwirtschaftlichen Partei. Wie ist das zu erklären, dass Menschen von der Union zur SPD gehen, anstatt zum Beispiel zur FDP? Das wäre eine gute Alternative. Die FDP hat ein gutes Programm. Der Laschet und der Lindner haben sich in Nordrhein-Westfalen 4 Jahre gut verstanden, werden das auch weiterhin tun. Warum wechseln Leute von der Union zur SPD? Haben Sie eine Erklärung? Ich glaube, dass der Schritt, also überhaupt, wir werden nicht mehr den traditionellen Wähler haben. Wir haben ja Generationen vor uns, die traditionellen Union, SPD oder FDP oder dann später ab 80er die Grünen gewählt haben. Diesen Traditionalisten werden wir nicht mehr haben. Aber man muss jetzt ganz ehrlich sagen, ja, ist ja die Union sehr, die Union hat ja der SPD sehr, sehr viel genommen, ist mein Ding, sehr, sehr viel genommen. Die Union ist ja sehr nach links nach links gerückt, genau, die Union ist ja sehr nach links gerückt und hat ja viele Wähler oder viele, ja, viele SPD eigentlich, die Daseinsberechtigung der SPD genommen. Und jetzt denken die vielleicht ein bisschen um und sagen, na gut, viele Unionswähler, dann kann ich eigentlich vielleicht gleich das Original wählen und wähle die SPD. Aber das ist jetzt nur ein Gedanke, das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, dass man dieser Wechselwähler, diese Bindung an eine Partei ganz einfach nicht mehr so stark ist, wie sie einfach früher war, wie unsere Vorväter und so, oder unsere Eltern. Aber oder das ist ein großer Schwenk von der Union zur SPD. Ich finde, jetzt, in der, was die Union momentan für Politik macht, finde ich den Schwenk nicht mehr so groß. Ja. Den finde ich nicht mehr so groß. Wenn wir jetzt in eine Ära vor Merkel gehen, Herr Marquardt, dann wäre der Schwenk natürlich riesig, wenn wir können jetzt von der Union zur SPD wechseln. Das ist für mich fast unvorstellbar, wäre das gewesen. Aber jetzt, wenn man sich die Politik der letzten 16 Jahre und so anschaut, ist der Schritt nicht mehr so groß, ist der Spagat nicht mehr so groß, der ist ein kleinerer geworden. Aber das ist nur ein Gedanke. Vielleicht sind aber auch die ganzen Umfragen, Herr Marquardt, vielleicht sind es immer nur Momentaufnahmen. Man weiß ja momentan gar nicht, in was für Umfrage, dass wir uns momentan befinden. Was ist heute, was ist gestern, was ist vorgestern, was wird morgen kommen. Auch das bringt das Ganze ein bisschen durcheinander. Okay. Ich habe ja, diese Umfragen sind ja leider auch Stimmungsmacher und Meinungsmacher. Und wenn die Leute, wenn zum Beispiel einer, der vielleicht beinahe mal sich entschlossen hätte, FDP zu wählen, der sieht dann Kopf an Kopf zwischen Union und SPD, da habe ich dann Sorge, dass der sagt, um Himmels Willen, wir müssen der Union helfen. Ne? Das brauchen wir ja überhaupt nicht. Zu den Meinungsumfragen muss ich sagen, dass es sehr auseinandergeht. Ich sehe mit großem Misstrauen die Bekanntgaben der Firma Forsa. Ja? Das, die wird dauernd bei NTV, bei den Bertelsmann-Sendern und so zitiert, aber der Macher ist ein altes SPD-Mitglied, der früher den Gerhard Schröder beraten hat, der Güllner. Und da habe ich ein bisschen Sorge, dass der Meinung macht. Ich traue mehr den Alsbachern vom Bodensee. Ja, das scheint mir ein bisschen realistischer zu sein. Konservativ realistisch, ja. Ich bin übrigens enttäuscht von Frau Merkel. Ja? In vieler Hinsicht, aber auch im Wahlkampf. Ich kann doch als ehemalige CDU-Vorsitzende mich nicht zurückziehen in mein Amt und sagen, ich bin sowas wie die Bundespräsidentin, ich mische mich da nicht ein. Die hat ja auch bei der Entscheidung zwischen Laschet und Söder sich der Stimme enthalten. Als CDU-Vorsitzende hat sie nicht für ihren CDU-Kandidaten Laschet gestimmt. Also, aber gut. Nochmal zur Feuerwehr, zur Wasserwehr, Frau Kommandantin. Ich habe den Eindruck, dass die Integration, die wir ja alle möchten, dass unsere jugoslawischen, kroatischen, türkischen, italienischen Mitbürger, die wir haben, dass wir die besser integrieren könnten, sollten, ist ja jedermanns Wunsch. Aber Sie gehen, wie ich höre, nicht zur Feuerwehr. Wie ist das denn bei der Feuerwehr? Haben Sie genügend ausländische Mitbürger, Zugewanderte, oder ist denn die Feuerwehr fremd? Also in der Feuerwehr Weidenbach, also in der Ortschaft Weidenbach, haben wir Flüchtlinge, ja, die was da sind, aber die möchten nicht zur Feuerwehr. Die möchten einfach nicht. Wir haben es schon gefragt. Warum möchten die das nicht? Ja, wir haben es gefragt, ob es zur Jugendfeuerwehr mit dazu gewollen, die haben ja auch Freunde und so, aber die haben kein Interesse.
Also bestätigt sich der Eindruck, den ich habe, dass die Integration über die Feuerwehr nicht so erfolgreich ist. Ja, genau. Schade. Es ist schade, ja. Sehr schade. Ja. Mehr Zuschauer. Fußball geht. Bitte? Fußball geht. Fußball geht. Und bei den Fußballmannschaften, da ist ein Wahnsinn viel aus. Ja, das sind aber wieder Jungs. Jungs möchten Fußball spielen. Und wenn ich die Mädels frage, ob sie dazugehen, dann haben die halt eine gewisse Hemmung. Ich als Frau oder als Mädchen, Feuerwehr ist halt so ein Thema. Ja. Ja. Der Präsident, Sie sind der Präsident des Gewerkschaftsflügels der Feuerwehr, oder wie ist es? Bundesvorsitzender. Bundesvorsitzender. Ja. Bundesvorsitzender. Was, können Sie uns dazu was sagen? Wie ist es denn bundesweit mit der Integration? Bundesweit mit der Integration von Menschen, die nicht aus Deutschland sind, in den Feuerwehren haben wir Land auf, Land ab, das gleiche Problem. Und da möchte ich jetzt einfach die Feuerwehren so ein bisschen in Schutz nehmen. Die Menschen, die aus südlichen Ländern kommen, haben ein anderes, ist jetzt nicht negativ, aber sie haben ein anderes Werteverständnis. Und in diesen Ländern wird es innerfamiliär eher negativ gesehen, wenn jemand sich bei der Feuerwehr engagiert. In diesen Ländern ist es tatsächlich so, dass die Menschen, die ihren Beruf ergreifen, die also geschäftlich tätig sind, die handeln, die haben ein sehr hohes Ansehen, dann kommen irgendwann, ohne das jetzt so kirchlich zu meinen, kommen irgendwann die Kolleginnen und Kollegen der Müllabfuhr und ganz, ganz weit unten kommt dann die Feuerwehr. Und somit haben wir tatsächlich das Riesenproblem, dass der Zugang für diese Menschen begrenzt ist, weil es die Familie mehr oder weniger nicht zulässt. Ich denke, oder unsere Erfahrung, und das ist die Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen aus Berlin, da wird es noch 3, 4, 5 Generationen brauchen, bis sich hier das Denken ändert. Und dann wird das Ziel aufmachen, dass solche Menschen zu uns in die Feuerwehr kommen. Das ist eine merkwürdige Rangfolge. Dass, also ich kann verstehen, dass einer sagt, ich will nicht die Müllabfuhr machen, will nicht den Dreck dauernd rumlaufen und nachts und früh. Aber dass die Feuerwehr da sozial dahinter angesiedelt ist, ist schon merkwürdig. Ich frage mal nach Waldkraiburg. Waldkraiburg war ja eine Stadt oder ist eine Stadt, die nach dem Krieg ganz viel von Flüchtlingen besiedelt worden ist. Ja, ja, genau. Ja, Heimatvertriebene. Ja. Richtig, ja. Also ja, Sie haben völlig recht. Diese Heimatvertriebenen, das waren Schlesier, Ostpreußen und so weiter, die haben unsere Kultur, unsere Religionen, unsere Sprache. Das ist natürlich ganz, trotzdem ist Waldkraiburg berühmt dafür, dass es sehr viele Familien aus dem Osten, ehemaligen Osten Deutschlands aufgenommen hat. Ist das überwunden? Kann man den noch erkennen, die Schlesier bei euch? Ja, doch, das kann man schon noch erkennen. Man muss leider sagen, dass gerade diese heimatvertriebenen Vereine oder Verbände, dass die langsam an eine Altersschwelle kommen, wo leider viele Vereine da schon langsam am Aussterben sind, weil einfach die nächste Generation diese Bindung dazu nicht mehr hat. Aber es ist schon noch eine Tradition, die gelebt wird, die auch in der Stadt erkennbar ist, die wo man auch an die Menschen merkt. Also ich war ja beruflich viele Jahre in Waldkraiburg tätig und da hat man ja auch mit vielen Menschen dann zu tun und da hat man auch immer mit diesen Heimatvertriebenen auch zu tun und das ist ganz interessant, was die dann auch Geschichten erzählen. Also es ist Teil der Identität der Stadt und die erkennt man auch heute noch ganz gut, ja. Herr Clemente, was erleben Sie in Mühldorf? Fast Herr Hetzel, aber das. Was? Herr Hetzel, der Herr Clemente ist auch da, aber in Mühldorf, wir haben vorher. Erste Entschuldigung, ja. Ich muss hier lernen. Der Herr Clemente ist aus Waldkraiburg und der Hetzel ist aus Mühldorf. Genau. Bitte um Vergebung. Ja. Ja, das, aber ich glaube, wir sehen es, wir haben jetzt nicht nur Integration ist bei uns in der Feuerwehr, sondern die allgemeine
dass wir Kandidaten bekommen, die sich für die Feuerwehr engagieren wollen. Wir merken, auch das nimmt ab. Wir haben natürlich mittlerweile, früher gab es nicht so viel, du konntest zum Fußballverein zum Spielen gehen und sonst ging es halt zur Feuerwehr, vielleicht für THW noch, wenn es in deinem Ort ansässig war, so viel gab es nicht. Aber jetzt ist ja das Angebot riesengroß und das ist eigentlich Konkurrenz. Und wenn ich mit unseren Feuerwehrler rede in der Kommune, wir haben ein Riesenproblem, Jugend zu bekommen, unabhängig der Herkunft. Auch einheimische Jugendliche. Auch einheimische Jugendliche. Ja. Und was man auch nicht vergessen darf, der Zuzug, der ist in Mühldorf sehr groß, aus den Großstädten, aus München und so. München haben eine ganz andere Vorstellung von Feuerwehr, wie wir sie hier auf dem Land. Bei uns ist Feuerwehr Ehrenamt und wo man dazu hilft. In München ist das eine Berufsfeuerwehr, da gehe ich entweder zur Polizei oder gehe zur Feuerwehr. Das sieht ganz anders aus. Und das sehen wir schon oft in den Schulen dann, wenn man dann anfängt, man versucht sie zu akquirieren, dass man da ganz andere Vorstellungen hat. Ja, ich mache das dann beruflich. Da muss man sagen, nee, das ist das Ehren. Ja, aber so kenne ich es von daheim. Und das merkt man schon, dass das auch ein Problem ist. Und das ist jetzt der Zuzug aus der Region in einer gewissen Form. Ja. Fußball ist das wirklich anders. Sie haben vorhin gesagt, bei den Fußballmannschaften. Mein Enkel spielt in München beim SV Untermenzing, C-Jugend, A-Jugend. Und da gehe ich manchmal hin und gucke dazu. Da bin ich fast der einzige Deutsche am Spielfeldrand. Ja. Da wird in 15 verschiedenen Sprachen der Schiedsrichter beschimpft. Ja. Und zwar viel temperamentvoller, als das der normale Deutsche tut. Kroatisch, Albanisch und Türken, ein Geschrei ist das da. Aber innerhalb der Mannschaft verstehen sich schon die Spieler. Abgesehen davon, dass wir natürlich in München auch eigene albanische, kroatische Vereine haben. Ich denke mal an Türkgücü, das kennt man vielleicht, heißt Türkgücü. Die spielen, glaube ich, in der dritten Liga. Ja? Und die spielen jetzt abwechselnd mit den 60er im Grünwalder Stadion. Da entwickeln sich schon eigene Kulturen. Ich habe jetzt, will noch mal auf Afghanistan zurückkommen. Übrigens habe ich keine Ahnung. Ich habe kein Gefühl dafür, ich habe schon viel Gefühl mit Leuten, kann Stimmungen erkennen und kenne mich aus. Ich habe kein Gefühl dafür, wie dieses Desaster, diese internationale und auch nationale Blamage von Afghanistan sich auf das Wählerverhalten auswirken könnte. Wen bestrafen die? Wem geben die Leute die Schuld? Sagen Sie, das war der Sozi, der Maas. Das war die Kram-Karrenbauer, die ganze Regierung. Gehe ich überhaupt nicht mehr wählen, weil das so schrecklich ist, haben Sie ein Gefühl? Und werden Sie auf Afghanistan angesprochen? Ja, aber eher intern oder so. Also haben jetzt sehr viele Wahlaktivitäten gehabt, aber bin nicht auf der Straße auf Afghanistan angesprochen worden. Einmal, weil ich beim Kaffeeaustausch, an dem auch du dabei warst, Michael, bin ich auf Afghanistan angesprochen worden. Ich weiß nicht, ich glaube jetzt nicht, dass das den Wähler oder das Gros der Wähler leider nicht, ich sage jetzt leider, weil man, glaube ich, viele die Tragödie nicht sehen, was die Tragödie, die sich jetzt momentan in Afghanistan abspielt, die den nicht beeinflusst. Ich glaube nicht, dass das eine große Beeinflussung der Wahl ist, dass es groß auf die Wähler, auf die Parteien, dass es entscheidend ist. Sagen wir Krieg, da wir in Afghanistan im Krieg sind, sagen wir, dass es kriegsentscheidend ist, leider. Man befasst sich noch ein bisschen zu wenig, man sieht die Tragödie, aber im Dialog sieht man nicht, wie schlimm das Ganze ist. Und da habe ich noch, aber da möchte ich es nicht ausführen, gestern war ich am Tag der Vertriebenen, weil das mir sehr, sehr wichtig war. Und da habe ich mich unwahrscheinlich ärgern müssen, unwahrscheinlich über unseren Ministerpräsident Söder ärgern müssen, der Wahlkampf gemacht hat, der aus dieser Veranstaltung eine CSU-Veranstaltung gemacht hat und dann gesagt hat, naja, seien wir uns doch ehrlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, als erstes müssten doch ganz einfach die Deutschen raus. Ganz natürlich, selbstverständlich müssen die deutschen Bürger aus Afghanistan, aber ganz, ganz wichtig sind auch die ganzen Ortskräfte, die für Deutschland mitgeholfen haben, die den Kopf hingehalten haben. Und ich bin seit gestern, muss ich gar sagen, seit dieser Veranstaltung, bin ich ein bisschen gerädert. Ich habe ja viel politisch schon erlebt, aber das gestern war wieder mal ein Höhepunkt. Da muss ich noch lange darüber nachdenken. Und das war eine Aussage, die man so nicht weiter vermitteln kann. Aber ich glaube, dass das Afghanistan, das ist nicht das Entscheidende für unsere Wahl. Ich glaube, dass sich die Wähler da gar nicht so hineindenken in die ganze Situation. Wer ein einziger Schuld ist, ich habe mehrere Schuldige.
wenn er sagt, im Endeffekt ist Amerika schuld, das habe ich natürlich schon oft gehört, ja. Der Amerikaner, da kriege ich oft E-Mails, dass man sagt, Sandra, schau auf den Amerikaner, dass der nicht so viel Macht und so hat, das ist ganz lustig, das ist halt in Bayern so, wir sind halt im Altbayern und das wäre das, aber ich glaube nicht, dass jetzt Wahl entscheiden. Also wen möchten wir jetzt, ich habe für mich meine persönliche Meinung dazu, wen möchten wir jetzt aus dem Schuldigen, wen möchten wir da rausfinden? In der Diskussion wird das schwierig. In der Diskussion ist schon jetzt ein Staatsversagen, das ist ein absolutes, wenn ich es jetzt rekapituliere, absolutes Versagen ist das, von allen gemeinsam. Wenn ich es jetzt rekapituliere, ich habe ja gerade erwähnt, dass ich in den letzten 2 Wochen in Baden-Württemberg und in Hessen und auch in Bayern unterwegs war. Tatsächlich hat das Thema Afghanistan bei den Diskussionen eine kleine Rolle gespielt, abgesehen von ein paar bissigen Bemerkungen über Heiko Maas. Ja. Aber ich bin zum Beispiel gefragt worden, warum hatten die FDP keinen Kanzlerkandidaten? Das wäre ich oft gefragt. Ja? Warum hat er, ja, ich das wäre ich oft gefragt, das stimmt. Das wäre ganz eine Frage, die man mir ganz oft stellt. Und neulich haben wir immer die Plakatverteilung, wer darf wo plakatieren. Also, warum kriegen wir nur ein Plakat? Und jetzt warum kriegt Union, SPD und Grüne 2? Dann sagt er in der Stadtwahl Greiburg, ja, sie haben ja schließlich keinen Kanzlerkandidaten. Hätten sie doch einen Kanzler aufgestellt, dann könnten sie jetzt 2 Plakate aufhängen. Also der Christian Lindner, wenn unser Kanzlerkandidat wäre, könnte natürlich wunderbar mithalten mit diesen Figuren der anderen Parteien. Und ich sehe heute Abend, ist glaube ich ein Ding im RTL, das heißt Triell, seine Weiterentwicklung des Wochenende. Die Komparatistin wird das gefallen, aus dem Duell haben sie ja Triell gemacht. Da diskutieren 3 Kanzlerkandidaten. Wenn der Lindner einer wäre, müssten sie vielleicht ein Quartell machen. Ja? Also das ist natürlich ein gewisser Nachteil. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass mein alter Kollege Totenhöfer, der auch mit 80 Jahren noch mal eine Partei gegründet hat, das Team Totenhöfer, der hat sich zum Kanzlerkandidaten vom Team Totenhöfer wählen lassen und hofft dadurch, dass er in die Diskussion reinkommt. Aber wir hoffen natürlich, dass die FDP für die Regierung gebraucht wird. Ja. Das hofft man ganz inständig. Ja. Ja. Aber man sieht doch, es ist ja eigentlich mehr ein Duell. Und die FDP, glaube ich, tut auch gut dran, vielleicht nicht immer den Kanzler, weil wie realistisch ist es, dass die anderen, ob es jetzt grün oder, man sieht es ja, wie schwer ist es, sich da aufzubauschen und man hat den Kanzler, am Ende läuft es doch auf ein Duell raus. Macht es die Union wieder oder ist es die SPD? Also eigentlich in einer gewissen Form ist es doch das altbekannte Duell. Ja. Und die FDP hatte ja schon mal einen Kanzlerkandidaten. Es ist ja nicht so, dass es nie die FDP, dass das noch nie gab, aber ich glaube, manchmal ist er sagen, wir sind dann der Königsmacher oder ihr seid dann der Königsmacher, glaube ich, ist vielleicht auch nicht die uncharmanteste Lösung oder Position. Wenn ich darauf erwidern darf, ist natürlich ganz klar, dass wir Realisten sein. Wir als FDP absolut Realisten sein und darum, sagen wir 10, 11, 12, 13, Konstantinopel sagt, da stellen wir keinen Kanzler und deswegen eben auch kein Kanzler aufgestellt worden. Aber die Frage, wie Sie sagen, Herr Marquardt, ist sehr, sehr oft gekommen in letzter Zeit. Die Frage kommt wegen dieser technischen Benachteiligung. Beispielsweise, wenn die FDP ohne Kanzlerkandidat in der Menge der erlaubten Plakate, das macht ja jede Gemeinde anders, wir kennen das ja Gott sei Dank, wo überall ich hinkomme, gibt es unterschiedliche Plakatvorschriften, hat man den technischen Nachteil und vielleicht auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja. Ich neben den Meinungsforschungsinstituten, die Meinungsmacher sind, die in anderen Ländern ist es ja verboten, 3-4 Wochen vor der Wahl noch Meinungsumfragen zu veröffentlichen, spielen ja die öffentlich-rechtlichen Anstalten eine riesige Rolle bei der Auswahl der Talkshow-Gäste. Ja. Wir kennen ja diese Umfrage, die zitiere ich ja gern, unter den Volontären von ARD und ZDF und Deutschlandfunk wurde eine Umfrage gemacht. Das sind ein paar hundert Leute, so viel Nachwuchs haben die. Was würden Sie wählen, wenn? Und da kam 92% Linke raus, die Grüne, die absolute Mehrheit, SPD und Linke ganz stark und FDP und CDU zusammen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten kamen nicht mal auf 5%. Jetzt kann man sagen, jeder Mensch hat das Recht auf seine freie Meinung, seine Wahl. Natürlich kann jeder ARD-Redakteur
in der Wahlkabine oder per Briefwahl ankreuzen, weil er, was er will. Er ist aber ja qua Verfassung zur Objektivität, zur neutralen Berichterstattung verpflichtet. Da wissen wir doch, dass es keine Objektivität gibt. Legen Sie mal jeden Tag die Tageszeitungen nebeneinander. Jede sieht anders aus. Jede hat auf der Seite 1 das eine Thema vierspaltig groß, die andere hat eine kleine Meldung. Und die Subjektivität, was jeder von uns im Hinterkopf hat, macht sich bei der Auswahl der Talkshow-Gäste bemerkbar. Ja, also in den Talkshows überwiegen die Linken und die Grünen. Und es sind zum Beispiel die Vertreter des Mittelstands. 90% der deutschen Arbeitsplätze sind vom Mittelstand. Handwerker, Unternehmer, Banker, Wirtschaftler, die trauen sich nicht mehr in diese Talkshows rein, weil sie da oft 1:4 alleine sind, werden von der Moderatorin und den anderen niedergemacht, sodass das linke Übergewicht in den öffentlich-rechtlichen Anstalten immer noch stärker wird. Die FDP hat ja da in ihrem Bundestagswahlprogramm ein paar Punkte dazu. Der Christian Lindner sagt immer, ich soll das nicht so heftig vertreten, sonst wird er überhaupt nicht mehr eingeladen. Ja, ja, das ist natürlich schwierig. Ich kriege auch oft natürlich die Frage, warum sieht man denn bei uns nur den Lindner in den Talkshows? Vielleicht noch Kubicki mittlerweile zu Afghanistan, Agnes Strack-Zimmermann, die wollen nur. Und wenn Lindner, das ist nicht so, dass Lindner oder dass niemand andere darf, im Gegenteil. Aber die Öffentlich-Rechtlichen wollen nur Lindner. Und wenn Lindner nicht Zeit hat, vielleicht noch Kubicki, aber dann kommt niemand. Dann kommt niemand und das ist eine Problematik. Und ich habe nämlich einen RBB-Journalisten getroffen und er ist FDP-Mitglied und er hat gesagt, das ist ganz, ganz schwierig für ihn, für älterer Herr, das ist ganz, ganz schwierig, dass er sich da durchsetzen das kann. Aber er hat mittlerweile so viel Erfahrung, hat er gesagt, und er lässt sich nicht abbringen. Gell? Also, das muss ich bestätigen. Ich kritisiere ja viel an diesem starken grünen Drall der Öffentlich-Rechtlichen. Aber es ist nicht so, dass die Parteien da Leute reinschicken können. Nein, die Redaktionen telefonieren rum, wollen sie kommen und rufen sie den Lindner an. Und wenn er sagt, ich habe keine Zeit, nehmen sie doch den Lambsdorff oder den Vogel oder die Frau Bubendorfer oder was. Nee, sagen die, wir suchen mal einen anderen aus. Also das ist schon richtig. Und das ist, was uns leider immer zu der momentanen, wenn ich jetzt momentan so Kommentare gelesen habe, jetzt in der Nacht heute, immer zu dieser Einparteimacht, dieser Lindner-Partei, das stimmt nicht, das ist absolut nicht richtig. Wir haben da unwahrscheinlich in der Fraktion ein unwahrscheinliches Mitspracherecht bei uns. Also das ist aber, der Schein ist halt immer so, weil die öffentlichen Medien einfach also diesen Schein so machen. Also die FDP-Fraktion im Bundestag sind ja, glaube ich, 80 Leute. Da sind viele Rentenspezialisten, auswärtige Spezialisten, das zum Thema Solidaritätszuschlag, Spezialisten und so. Das Tolle ist aber, trotzdem muss man Ihnen das vorhalten, die Redaktionen laden die Gäste ein. Aber dann schimpfen sie, ihr seid eine One-Man-Partei. Ja, dieselben Leute, die immer nur den Linden nachladen, meckern dann herum, dass wir keine andere haben. Aber zum Beispiel, wenn ich einhaken darf, wenn jetzt mit den Unternehmern, wo wir ja anfangs waren, also ich selber bin ja Handwerksmeister und Unternehmer. Und was für ein Handwerk betreiben Sie? Ich mache es ja nicht mehr, ich bin Hörgeräteakustiker. Ich habe das gelernt, als wirklich Handwerk, bin auf das stolz und ich finde, dass das extrem wichtig ist, weil 5 Architekten bauen immer noch ein Haus, also wir brauchen den Maurer und ohne den geht es nicht weiter. Aber auf was ich raus wollte, Mühldorf war 54 Jahre SPD, wenn man jetzt nach dem normalen bürgerlich und Linksschema eigentlich immer links regiert. Und dann hat jeder gesagt, ja, endlich traut sich einmal ein Unternehmer, stellt sich hin und sagt, er traut sich das zu und macht es. Und ich glaube, dass meine Unternehmerkollegen und allgemein in ganz Deutschland, man sich oft nicht traut. Man fühlt sich überfahren, man fühlt sich da niedergeschmettert, aber wir müssen uns klar werden, das Handwerk ist elementar. Und wenn wir weiter so machen, dann haben wir zwar lauter Akademiker in allen Bereichen, aber wer soll es denn tun? Sei es in der Pflege, sei es im Hausbau, was wir gehabt haben. Wir können nicht jede Kraft studieren, wir brauchen Fachkräfte. Und wir müssen da, glaube ich, mehr schauen. Und da müssen sich auch Leute trauen und zum Aufstehen und sagen, ich positioniere mich. Und ich stelle mich auch in diese, reinkommen ist immer noch schwieriger, aber ich muss mich da wirklich mal lautstark hinstellen und muss auch sagen, ich trete auf als Unternehmer und vertrete die Meinung des Unternehmertums, weil ohne das
haben wir kein Geld und wenn jetzt wie bei uns Kommunen kein Geld ist, schwierig. Herr Hetzel, ja, ich unterschreibe jedes Wort, was Sie gesagt haben. Und das haben wir, diese große Masse der Unternehmer, der kleinen, vielen mittelständischen Unternehmer, die Wagenknecht, die meist eingeladene Person in Talkshows ist, sagt der Millionäre. Ja. Das ist eine klassenkämpferische Verzerrung der Geschichte. Aber das, was Sie anschneiden, erleben wir ja auch in den Parlamenten. Ich bin ja durch einen unglückseligen Zufall als alter Mensch noch mal in den Bayerischen Landtag gekommen. Ich war ein Rentner. Ich war ein Rentner mit abgeschlossener Vermögensbildung und wollte meine Konten wechseln bei der Bank. Sie kennen die Geschichte. Da rief mich der Bayerische Landesvorsitzende an und sagt, wir haben ein Riesenproblem mit der Partei. Unser Kandidat von München Land ist zur CSU übergegangen. Ich war ganz nah dabei. Bei dem Telefon. Bei den Verhandlungen. Ja. Und der ist übergelaufen zur CSU. Wir haben da einen Stimmkreis und wir können sie nicht, wollen sie nicht und so weiter. Na gut, habe ich dann gemacht. Jetzt bin ich im Landtag drin. Ich will von der Politik nichts werden. Ich stecke da mehr Geld rein, als ich raushole. Ist auch nicht interessant. Ich beobachte aber die Zusammensetzung des Bayerischen Landtags und natürlich aus der Entfernung auch die anderen Landtage und den Bundestag. Die Handwerker sind da kaum vertreten. Wenn ein Handwerker in den Landtag geht, hat er so viel Arbeit, dass er seinen Betrieb, wenn er Glück hat, seinem Sohn geben muss. Oder ein Arzt muss Ärzte anstellen. Oder ein paar Rechtsanwälte versuchen natürlich, Geschäfte zu machen. Ja. Da haben wir jetzt einen Untersuchungsausschuss über den Kollegen Sauter. Aber Anwälte haben wir genug. Aber Mittelstand, Unternehmer, Ärzte, Leute, die aus der Praxis im Parlament erzählen können, haben wir ganz wenige. Das ist ein Riesenproblem, weil da muss einer die Ochsentour in der Partei machen, muss abends sich immer in Ampfing und in Eichern und überall zeigen, sonst sagen die, der arrogante Kerl sitzt im Parlament und kommt nicht mehr zur Partei. Ja? Und das ist... Was machen Sie eigentlich vom Beruf, Frau Kommandantin? Ich fahre für eine Metzgerei Lastwagen und fahre die Ware aus für große Metzgerei. Hatten Sie nie Lust, in eine Partei zu gehen? Wo hätte ich gesehen? Lust, in eine Partei zu gehen. Oh. Ich muss immer sagen, mein Mann und ich, wir diskutieren mal recht viel über die Politik. Und, ist Ihr Mann in der Partei? Mein Mann, der sitzt da, der ist Imker, der ist in keiner Partei. Imker? Der ist Imker. Das ist auch was Schönes. Hat in der Söder die Bienen geklaut, ne? Ja, aber Sie selber hatten keine Lust. In eine Partei zu gehen. Ich hätte schon viele Anfragen gekriegt, aber ich überlege immer und ich muss mich selber erst mit ihm im Klaren werden, was bringt's oder wo gehe ich hin. Oder es kostet viel Zeit, wir wollen Ihnen nichts vorlügen. Ja? Es kostet Zeit im Parlament, tagsüber und abends in der Partei rumsitzen. Ja? Wie ist es bei Ihnen? Wie viel ist es Hauptberuf inzwischen? Nein, so weit sind wir noch nicht, dass man sagen müsste, das ist das Hauptberuf. Aber es geht schon viel Zeit drauf. Es ist halt immer, je nachdem, wie es halt gerade ist. Also ich unterscheide ein bisschen zwischen der Arbeit, die ich in der Partei mache und zwischen der Arbeit, die ich tatsächlich in einem Kreistag oder im Stadtrat mache. Weil Kreistag, Stadtrat ist ja kontinuierlich. Und Partei ist halt so, letzten Endes, ich für meinen Teil habe ich ein paar Ehrenämter und ein paar Aufgaben und die müssen wir immer einteilen und in der Regel so wird es. Das Bundestagswahlkampf, da verschiebe ich natürlich die Prioritäten ein bisschen und sage, okay, da bringe ich mir jetzt mehr ein, da investiere ich jetzt mehr Zeit. Das ist immer... Wie oft tagt der Stadtrat in Waldkreiburg? Das ist unterschiedlich. Es ist ja doch eine sehr große Stadt mit bald 30.000 Einwohnern. Da arbeiten wir, sind wir auch gezwungen, bei den vielen Projekten, die wir aktuell haben, viel mit Sondersitzungen zu arbeiten. Aber ich sage einmal, im Schnitt kann man so sagen, mindestens einmal im Monat und heute halt dann plus die Ausschusssitzungen noch, Aufsichtsratssitzungen noch, weil wir ein paar städtische GmbHs haben.
Und dann halt unter Umständen nur Sondersitzungen, die wo aber oft nur 20 Minuten dauern, weil es halt nur um ein Thema geht, wo halt jetzt einfach beschlossen werden muss zum Beispiel. Ja. Aber als einziger FDPler müssen Sie natürlich darauf aus sein, noch Nachwuchs zu gewinnen. Andere, die nächste Kommunalwahl, da ist ja noch lang hin, ne? Ja. Habt ihr denn noch ein paar Mitglieder in Waldkreilburg? Absolut. Ich glaube sogar, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sind wir sowieso im Kreisverband der stärkste Ortsverband. Weiß ich nicht, Sandra, du bist Kreisverband schon, oder? Oder ist Ampfing noch stärker? Nein, Ampfing, das ist natürlich selber vertreten. Ja. Im Isental ist gut vertreten mittlerweile, aber der Ortsverband Waldkreilburg mit 30.000 Einwohnern hat natürlich mehr Mitglieder. Ich meine, man muss letzten Endes sagen, wir sind ja bei der letzten Kommunalwahl mit, ich meine, 15 Listenplätzen, also 15 Kandidaten ja angetreten, auch bei der Kommunalwahl. Oder waren es, ich glaube nicht ganz 15, ich glaube 12, ich weiß jetzt nicht mehr, ist schon wieder zu lang her, das Gedächtnis ist schon wieder. Demenz lässt grüßen. Aber letzten Endes an Kandidaten hat es tatsächlich nicht gemangelt, war großes Interesse da. Man muss sagen, wir sind ja bei der Kommunalwahl zum ersten Mal als FDP in der Stadt angetreten. Auf Platz wie viel sind Sie angetreten? Auf unserer Liste? Auf Platz 1. Ich habe als Bürgermeister kandidiert. Ja. Genau. Ich liebe ja unser Wahlsystem. Ich liebe das Kumulieren und Panaschieren. Und auch bei der bayerischen Landtagswahl hat der Wähler das Recht, die Liste zu verändern. Ich sage das nicht, weil ich von Platz 16 auf 2 vorgewählt worden bin, sondern weil ich grundsätzlich der Meinung bin, der Mensch, der Wähler muss mehr Auswahl haben, mehr Möglichkeiten. Und wenn Sie die Bundestagsliste, ja, vielleicht würden Sie von Platz 9 vorgewählt, ja, wenn wir dieses Wahlrecht hätten. Frau Dr. Mayer, Sie sind doch sicher engagiert, eine engagierte, vielseitig kluge, interessante Frau, ja. Vielleicht. Ja, sind Sie in der Behindertenorganisation tätig oder in der Partei? Oder? Tatsächlich war ich lange in der Universität tätig als Vertreterin der Studierenden mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Es ist aber tatsächlich so, dass dadurch, dass ich persönlich meine Pflege über das Arbeitgebersystem organisiere, ich quasi neben meinem Hauptberuf bei einer Versicherung eigentlich noch ein Unternehmen führe, das für meine Pflege zuständig ist. Das ist sehr aufwendig, weil man sehr viele Anträge schreiben muss und sehr viele Gespräche mit sehr vielen Behörden, Banken, Krankenkassen und sonstigem führen muss. Das heißt, wenn ich nach meinen 8 Stunden in der Woche jetzt im Moment nicht nach Hause komme, sondern im Homeoffice den PC ausmache, dann bin ich damit beschäftigt, Stellungnahmen zu schreiben und Mitarbeiter zu verwalten. Ist das notwendige Bürokratie oder könnte man das vereinfachen? Das ist leider notwendige Bürokratie, wenn man sich die Menschen, die einen pflegen, selbst aussuchen möchte. Ansonsten ist es ja klassisch, dass das über einen Pflegedienst gemacht wird. Aber würde das so geregelt, dann könnte ich heute nicht hier sein, sondern dann hätte ich feste Zeiten, an denen ich aufstehen muss, feste Zeiten, an denen ich ins Bett gehen muss. Und ich finde ganz ehrlich, das ist für eine 27-Jährige ein bisschen unwürdig. Deswegen ziehe ich mein Engagement zurück vor meiner Würde. Kann man verstehen. Jetzt, wir können gerne noch Fragen aus dem Publikum. Mein Herr, sehr, bitte sehr. Aber eine sehr provokante Frage. Herr damit. Ist es schön. Die Demokraten, die haben jetzt Millionen Spenden gerechnet. Ja, hat es geheißen, der Handwerker, vom Handwerk kommen die wenigsten Spenden, das sind die großen Spenden. Und welchem Brot ich esse, desto lieb ich singe. Ist da nieder bis zu einer zu spenden. Also gut, in der Verfassung steht ja, dass die Parteien an der öffentlichen Willensbildung mitwirken und dass man das, deswegen ist es erlaubt, Parteien zu spenden und so. Da gibt es natürlich einzelne Verrückte, ja, zum Beispiel die MLPD, die marxistisch-leninistische Partei, die ist seit 40 Jahren erfolglos, aber die hat einen ganz reichen Mann, der gibt denen Geld, ist ein Idealist, auch wenn ich natürlich alles ablehne, was er denkt, aber die
finanzieren, damit dass die MLPD in ganz Deutschland plakatiert ist. Ich, bei meiner Rundreise habe ich die überall festgestellt. Die haben keine Chance, ist ein Spender. Jetzt die großen Konzerne haben sich ja zurückgenommen. Daimler hat gesagt, sie spenden nicht mehr für Parteien. Die FDP freut sich über meinen Freund Kofler, Georg Kofler, das ist eigentlich ein Tiroler, ein Südtiroler, ein Italiener, den kennen Sie aus der Höhle der Löwen. Der hat 750.000 Euro für die FDP gespendet, weil er gesagt hat, er will uns helfen, die Grünen zu bekämpfen. Ja, und er hat es auch öffentlich gemacht. Sie müssen das ja dann öffentlich ausweisen. Aber ab 10.000 Euro stehen Sie in einem Bericht drin. Unsere Freundin Marie-Therese von Seidlern hat 50.000 gespendet, da steht sie überall drin und wird überall angepöbelt, oder nicht überall, aber doch von vielen Leuten. Das führt dazu, dass auch reiche Leute, die sagen, ich will der CSU helfen oder der SPD oder der FDP, dass sie uns 9.999 Euro spenden. Ich habe selbst ein paar solche Kunden habe ich geholfen, dass sie eine Spendenquittung kriegen. Weil ab 10.000 steht da im Buch drin und dann stürzen sich die Journalisten aller Richtungen drauf und sagen, wer spendet da? An sich ist das Spenden für die Spenden ist eine gute Sache. Man kann für karitative Sachen spenden, auch für Parteien. Sie können auch zweckgebunden spenden. Ja? Meine Leute, die ich da kenne, die 9.000er, die sagen, ich will nicht das Porto der Bundespartei finanzieren. Ja. Ich will den örtlichen Kandidatin sowieso unterstützen oder eine Wählerinitiative. Sie können als Spender ganz gezielt bei einem Ortsverband oder Kreisverband oder ganz gezielt beantragen, und das muss man dann auch tun, dass zweckgebunden diese Spende verwendet wird. Aber ich finde Spenden für Parteien im Prinzip in Ordnung. Kannst du ja einen Fonds machen für dieses Pflegepersonal, kannst du ja was machen. Wenn schon, habt ihr Millionen gekriegt, jetzt kannst du die Hälfte vielleicht doch nicht mal im Wahlkampf. Ja. Ich muss jetzt doch dazu was sagen. Ich glaube, Sie können sich nicht vorstellen, kleine Kreisverbände wie bei uns, wir haben keine Großspenden. Ganz im Gegenteil, wir bröckeln jeden Cent rein. Ich bin ehrlich. Positiv haben mich die Leute gesehen, weil ich im Wahlkampf selber plakatiert habe. Dann sage ich, selbstverständlich habe ich selber plakatiert. Erstens unterstütze ich mein Team, das plakatiert. Und zweitens können sie so kleine Parteien wie uns das gar nicht leisten, dass wir da einen großen Plakatierservice hätten. Und im Anbetracht der Tatsache, was wir an Spenden als FDP bekommen, sind wir da noch sehr, sehr gering im Gegensatz zu anderen Parteien. Das muss man ganz einfach sagen, zu großen anderen Parteien. Aber seien Sie gewiss, dass ich in den letzten 20, 25 Jahren oder was vieles, auch nachdem ich viele karitative Sachen auch für mich mache, aber viele Urlaub nicht gemacht worden ist und viele Sachen für mich nicht gekauft worden sind. Und nicht, weil ich Abgeordneter werden wollte, sondern weil ich die liberale Sache unterstützen wollte. Seien Sie uns gewiss, ja. Und so sind sehr, sehr viele dabei und so bröckeln wir. Und darum möchte ich das Wort bröckeln sagen, so manchen Cent früher, so manche Mark da rein, bei einer sitzt der Herr Kammergruber, der kennt das ganz genauso, dass wir sagen, wie finanzieren wir den Wahlkampf? Wer hilft alles mit beim Wahlkampf? Wer steht um eins in der Nacht letzte Woche da draußen und plakatiert? Wir alle gemeinsam. Und nur so funktioniert es. Und bei uns kann man nicht von Großspenden reden. Absolut nicht. Die kommen auch bei uns nicht an. Also das ist das zu uns hinterher der Fritz Haug. Ja, also das ist die Realität. Die großen Spenden gehen bei der Bundespartei ein, die geben uns aber nichts. Da in dem Stimmkreis München-Land, wo ich eingesprungen bin, da haben wir in 17, 18 Gemeinden Unterhaching, Taufkirchen, Grünwald, Pullach, haben wir alles selber plakatiert. Und so ist es auch, im Stadtverband München. Also das ist die sogenannte Ochsentour. Ja. Genau. Es kriegt ein Kandidat, erst recht, ein Kandidat kriegt nichts bezahlt von der Partei, der kriegt ein paar Plakate vom Lindner und das andere muss er selber machen. Genau. Das ist schon die Realität. Aber ohne würde es ja nicht gehen. Also, ich kenne es ja selber bei uns, ohne würde es ja nicht gehen. Es geht kommunal nicht, es geht Landes- und es geht Bundesebene nicht. Ohne diese Personen. Und ich fand die Idee natürlich toll, dass wir sagen, wir helfen da jetzt Menschen, die das dringend notwendig haben, das Geld. Aber
diese Gelder wären, wenn wir sagen, was kommunale Wahlkämpfe alleine kosten in der heutigen Zeit, wenn Wahnsinn. Ich auf zurückrede von fünfstelligen Summen, was die Wahlkämpfe jetzt bei den unabhängigen Mülldörfern, der UWG Wahlgreiberg und gekostet haben. Bürgermeisterwahlkämpfe sind allein auf kommunaler Ebene sehr, sehr teuer. Und auch da gibt es die Großspender, die sagen, ich gebe da 5.000, 10.000 Euro. 2.000, genau. Genau, also auch die gibt es. Ich verstehe den Einwand, den man damit möchte, aber ich glaube... Die Realität an der Basis ist harte Arbeit. Ich habe ja in meinen 53 Jahren in der FDP, bin ich noch früher mit dem Volkswagen durch die Gegend gefahren und dann ist mir der Leimeimer im Auto umgefallen. Das Auto war unbrauchbar, der Anzug war im Heimer. Ja, die Plakate, fürchterliche Sachen habe ich da erlebt. Und dann hat es drüber gewischt und dahinter ist die Junge Union hinter uns hergefahren und hat über unsere frischen Plakate unter Benutzung unseres Leims ihre Plakate draufgeklebt. Und es ist auch für unser Team, ein Nachbarschaftsteam, wenn ich sehe, Wahlen sein dort, wir helfen alle zusammen. Mein Mann hat einmal gesagt, wir kriegen das Auto nicht mehr, weil wir es so versaut haben immer. Hat noch jemand eine spannende Frage? Bitte sehr. Und zwar möchte ich dem Herrn Markwald recht geben mit der Bewertung des bayerischen Kommunalwahlsystems. Und das bringt mich auf die Idee, jeder schreit gegen die Überhangmandate den aufgeblähten Bundestag. Wenn wir das bayerische Kommunalwahlsystem anwenden würden, das heißt also die erststimme abschaffen für Direktkandidaten, nur die Zweitstimme, aber dafür das Panaschieren und Kumulieren ermöglichen, ne? Dann hätten wir garantiert einen immer gleich großen Bundestag. Es gäbe keine notwendige Ausgleichs- und Überhangmandate. Ich fürchte, ja. Übrigens gibt es ja auch, wie Sie wissen, gilt dieses Kumulationswahlrecht auch bei der Landtagswahl, auch in Hessen. Der Hermann Otto Solms hat mir erzählt, er wollte nicht in den Kreistag in Gießen und hat sich auf den letzten Platz setzen lassen, auf 75. Die haben auch ein Persönlichkeitswahlrecht, ist auf Platz 1 vorgewählt worden. Übrigens habe ich die größte Sorge wegen der augenblicklichen Parteienverteilungen, dass wir einen Bundestag von bis zu 1.000 Leuten kriegen. Warum? Das sind drei Parteien mit etwa 20%, 25, 23, 21, FDP vielleicht 15, wäre schön. So. Das heißt aber, dass in den Stimmkreisen, wo der von Ihnen gern abgeschaffte Direktkandidat ist, dass einer von der Union wahrscheinlich oder auch von den Grünen am zweitwahrscheinlichsten mit 23-24% in den Bundestag kommt. Mit 23% gewinnt er das Mandat. Das muss dann ausgeglichen werden, ja. Und je knapper die Verhältnisse sind, desto mehr Abgeordnete werden wir kriegen. Es ist eine Schande, dass der Deutsche Bundestag keine Wahlrechtsreform hinbekommen hat. Wir haben eigentlich im Grund, in den Gesetzen steht, 598 Abgeordnete müssen es sein. 300 direkt gewählt, 300 über die Liste. Tatsächlich kommen aber viel mehr über die Listen rein durch diese Ausgleichs- und Überhangmandate. Also ich fürchte, ihr müsst den Bundestag umbauen. Das ist mir auch eine große Befürchtung. Da muss ich aber dazu sagen, dass alle anderen Parteien wirklich Angebote gemacht haben und auch mit Experten. Seit ich im Innenausschuss sitze, wie wir gesagt haben, ein großer Ausschuss, ist dieser Punkt Wahlrechtsreform 9-mal von der Tagesordnung gestrichen worden. Man wollte das nicht. 9-mal, das möchte ich betonen. Der war damals der Obmann der Union, der ist mittlerweile Vorsitzender des BBKs in Bonn. Und wir sind zu keiner Einigung gekommen. Und ich weiß, Unionsmitglieder, ohne den Namen zu nehmen, sind zu mir gekommen und sagt, bringt mal eure Leute da in Spur, von der CSU in Spur. Die wären auch dafür bereit, da was zu ändern. Und so kann es nicht sein. Ich habe auch Angst, dass er
auf 1000 habe ich nicht Angst, aber dass es 700 oder 800 Leute, 900 Leute werden. Und ich bin selber, ich schaue immer, wenn ich da im Plenum sitze, denke ich mir immer, wie sollten wir das machen? Stocken wir dann auf, gehen wir da zu dann den Besuchertribünen. Dann haben Sie in Ihrem Innenausschuss keine 62 ja. Mitglieder, sondern 72. So. Warum wird dieses Wahl, wir haben 80. das zweitgrößte Parlament nach China, warum wird diese Wahlrechtsreform nicht durchgesetzt? Weil alle Parteien vollkommen egoistisch auf ihre mögliche Mandatszahlen gucken. Man könnte ja auch sagen, wir verkleinern die Zahl der Direktwahlkreise. Ja? Das war unser Gedanke. Das mit Experten. Da schreit aber die CSU, die natürlich in Bayern alle Wahlkreise direkt gewinnt, rechnet da aus, dass sie vielleicht 10 Leute verliert. Also das ist eine beschämende Sache. Und ich fürchte, bei den 320er Parteien werden wir ein Riesenparlament kriegen. Wer hat er sich noch? Der Herr Mayer hat eine Frage. Die Feuerwehr noch mal. Ja, natürlich. Frage zur Feuerwehr, zur Positionierung der FDP. Wer das Wahlprogramm der FDP gelesen hat, 72, wenn ich mich recht erinnere, 72 hochinteressante Seiten. Es ist ein Punkt drin. Ihr Thema. Thema Reduzierung des öffentlichen Dienstes beziehungsweise Reduzierung der Zahl der Beamtinnen. Jetzt vertrete ich hier eine Berufsgruppe der Feuerwehrbeamten deutschlandweit. Das ist für mich dann natürlich interessant oder provokativ, dass Sie das so hineinschreiben. Aber ich interpretiere es einfach mal so, dass Sie das Beamtentum außerhalb der polizeilichen bzw. nicht polizeilichen Gefahrenorte reduzieren. Und die Frage ist aber eigentlich, nachdem wir jetzt eine Kommandantin hier haben, das ist etwas Besonderes und vielleicht gibt es da aber eine andere Aussage als nur die vom Feuerwehrverband vorgefertigten Aussagen. Es war ja vorher das Thema, wie kommen Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, in die Feuerwehren bringen. Wir haben allgemein das Problem, dass die Jugend der Feuerwehr, die Menschen, die sich in der Feuerwehr engagieren, immer weniger werden, obwohl es öffentlich noch anders dargestellt wird. Wir haben die Schwierigkeit, dass die Tagesalarmfähigkeit, wir sind ja hier im Einzugsgebiet von Burghausen und München, Leute gehen dort zur Arbeit und sind eben nur abends hier. Wie sieht die FDP den Vorschlag, eine Lösungsmöglichkeit, die Anzahl, sehr provokant, die Anzahl der Ortsfeuerwehren zu reduzieren und in Landkreisen die Stützpunktfeuerwehren mit hauptamtlichen Kräften aufzustocken, sodass man die Tagesalarmfähigkeit oder zukunftsfähig halten kann. Das wäre meine Frage. Darauf muss Frau Bubendorfer antworten. Ich fühle mich überfordert. Wirklich, Herr Mayer, das ist wirklich eine Thematik von mir. Sie wissen ja, dass mich für den Katastrophenschutz ein großes Thema ist bei mir im Innenausschuss, einer meiner wichtigsten Themen, was ja zum sehr wichtigen in den letzten eineinhalb Jahren geworden ist. Wir haben selber noch keine richtige Lösung. Wir sehen das vielleicht in den Papieren, wo ich auch geschrieben habe, dass auch der demografische Wandel dazu, dass der es sehr, sehr schwer machen wird. Dann immer mehr Leute, die, wie gesagt hat, der Michael zuerst gesagt hat, die von München zugezogen sind, aber auswärtig arbeiten, einfach nicht mehr der Feuerwehr zur Verfügung stehen. Der Gedanke, den Sie jetzt da angebracht haben, der sehr, sehr gut in einem Stützpunkt ist. Soweit sind wir nicht, aber das ist jetzt ein Gedanke, den wir weiter spielen können, der vielleicht auch sehr, sehr wichtig ist. Momentan sind wir an einem Gesetz oder momentan bin ich an einem Papier, dass man sagt, wie könnten wir den Unternehmern unterstützen, die freiwilligen Feuerwehr und die Hilfskräfte unterstützen. Wie könnten wir den unterstützen? Das war eins meiner letzten Papiere. Also wie könnten wir, dass er sagt, es ist Alarm, 4 Leute fahren jetzt ganz einfach weg, springen aufs Radl oder ins Auto und fahren weg. Wie könnte man den unterstützen, dass er das nachhält, dass er nach wie vor diese freiwillige Feuerwehr, diesen Rettungsdienst unterstützt, da sind wir da frei. Aber das ist ein sehr wichtiges Thema. Auch das, was Sie jetzt gesagt haben mit den Stützpunkten und so, dem stehen wir sicher nicht ganz konträr. Im Gegenteil, das ist eine gute Frage, das ist ein guter Aspekt, den Sie gerade aufgemacht haben.
gar nicht konträr gegenüber, im Gegenteil, das gehört diskutiert, das vor allem im Zuge des demografischen Wandels, wenn immer weniger dabei sein werden und es ja sehr, sehr wichtig ist. Und in dem Gebiet, in dem ich aufgewachsen bin, an der B12, an dem es sehr, sehr viele Unfälle gegeben hat, war die Feuerwehr ja fast tagtäglich unterwegs. Gell? Und muss man schauen, wie man da... Da haben Sie eine Gesprächspartnerin, die was davon versteht. Ja, wir haben, und wenn sie wieder alles reinkommt, können Sie, lassen Sie sich die Adresse geben, falls Sie es noch nicht haben, können Sie das Thema noch mal vertiefen. Aber ich glaube, was zum Beispiel alleine, jetzt an meinem Punkt, Stützpunkt hin oder her, wir in der Stadt Mühldorf sind ja die Stadtfeuerwehr, haben wir oft die Tagesbesetzung weniger als Problem. Es kommt oft mehr aufs Land raus, weil natürlich die Feuerwehren immer kleiner werden. Wir merken es allein bei uns schon, Altmühldorf-Mössling wird es viel schwieriger, Stadt Mühldorf geht es eigentlich. Aber zum Beispiel, was uns, was ganz was Einfaches, was uns helfen würde, wenn wir beim Bewerbungsverfahren, der ist Feuerwehrmann, wenn wir das bewerten dürften, wenn wir sagen dürften, wir im öffentlichen Dienst, wie auch immer geartet, dürften dem einen Pluspunkt, sage ich jetzt mal, geben, einen Bonus geben, weil er bei der Feuerwehr ist. Darf ich dazu was sagen? Ich sage das ja immer zu den, ich bin ja immer Berufsparty auch gewesen, ich bin ja sehr ehrenamtlich und sage, schreibt es rein, jetzt hat es bei der Feuerwehr oder macht das und das. Aber die Bewertung fehlt, man darf es eben nicht bewerten. Genau. Und das wäre schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, Mensch, das ist ja engagiert, der ist ehrenamtlich engagiert. Der bringt auch meistens dann sehr, sehr viel rein, wenn er da angestellt ist und so. Und das wäre schon mal ein erster wichtiger Punkt. Jedenfalls würde er einen sozialen Bonus bringen. Ja, genau. Das ist, denn in der deutschen Werterangfolge ist ja der Feuerwehrmann deutlich höher angesehen als bei den noch heranzubildenden Zugewanderten. Bitte, Herr Clemente. Genau. Ganz kurz und kompakt, da ich gerne noch ein paar Punkte ergänzen. Zum einen das Thema Wahlprogramm. Mag ich noch mal betonen, das glaube ich, Herr Mayer, haben Sie eh schon ganz richtig gesehen. Letzten Endes geht es ja darum, die FDP will ja nicht den öffentlichen Dienst oder das Beamtentum in den Kernbereichen reduzieren, sondern es geht darum, dass man sich halt überlegt, wo ist es überhaupt notwendig, dass ich als Staat gewisse Dienstleistungen selber betreibe. Muss das unbedingt sein, dass ich das selber mache oder können das andere besser? Aber da geht es ja vor allem darum, diese wichtigen Kernbereiche der polizeilichen und nicht polizeilichen Gefahrenabwehr, die ja absolute Aufgabe der staatlichen Daseinsfürsorge ist. Da geht es eher darum, das zu stärken, weil da brauche ich ja meinen öffentlichen Dienst, da brauche ich meine Beamten für diese Aufgaben. Und ist halt jetzt die Frage, muss es unbedingt sein, dass jetzt beispielsweise der öffentliche Personennahverkehr komplett kommunal organisiert ist, oder habe ich da einen Busunternehmer, der wo auch Mitarbeiter hat, der wo das auch gerne machen hat. Also die Überlegung haben wir auch im Landkreis. Das zu dem Thema Wahlprogramm. Zu dem Thema der kleinen Feuerwehren möchte ich gerade noch ergänzen, das ist eine Überlegung, die wo man sich immer macht, die wo man sich auch als Kommunalpolitiker macht, die man auch in der Stadt Weil-Greiburg kann man viel kleine Ortsteilfeuerwehren. Ich glaube, was in der Diskussion immer ganz wichtig ist, was man wissen muss, so eine Feuerwehr in einem kleinen Ortsteil oder in einem kleinen Dorf ist ja viel mehr wie Brandschutz und technische Hilfeleistungen. Das ist ja, ich meine, ich habe in Weidenbach einmal gewohnt, ich meine, die Feuerwehr oder das, was die Feuerwehr da macht und so weiter, dieser Zusammenhalt und so weiter, das macht ja, muss man bei dieser Diskussion immer berücksichtigen, macht ja diese Dorfgemeinschaft da aus. Genau. Natürlich, wenn man jetzt sagt, naja, ich habe jetzt eine kleine Feuerwehr, braucht sie unbedingt, wenn meine eigentliche Feuerwehr da nur 5 Minuten Anfahrt hat, kann man jetzt darüber diskutieren, aber muss halt sehen, was es noch ist. Die kennen die lokalen Gegebenheiten und die halten auch das Dorf in gewisser Weise zusammen, wenn es vielleicht auch sonst nicht so viele andere Vereine gibt. Das dazu und dieses ganze Thema der Tagalarmsicherheit, Sandra hat es eh gesagt, das ist was, das werden wir halt jetzt einfach die nächsten Jahre auch mit dem ganzen demografischen Wandel und so weiter schauen müssen, wie wir noch ausreichend Ehrenamtliche kriegen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Ehrenamt ist, was man einfach bedenken muss, im Gegensatz zu früher, es hat sich diese ganze Arbeitswelt und so weiter, das hat sich alles gewandelt. Mhm. Das verlangt vom Arbeitnehmer viel mehr Flexibilität, weil auch diese ganzen, ist jetzt wurscht, ob das Industrie ist, Dienstleistungs und so weiter, die Kunden andere Ansprüche haben und so weiter, ist alles flexibler. Und diese Strukturen, wo ich mich ehrenamtlich gerade in Organisationen engagiere, da binde ich mich ja langfristig dran. Ich tritt da ein und dann sage ich zu, ich komme zu den Übungen, ich muss die und die Ausbildungen machen, was ja so wichtig ist. Aber man muss vielleicht auch da, und das wird die Herausforderung, einen Weg finden, weil die Leute das ermögliche, mit diesem ganzen Umfeld, was haben, wo sie selber sehr flexibel sein müssen, eher dieses Ehrenamt auch irgendwie flexibel zu gestalten. Das wird diese, glaube ich, große Herausforderung, weil grundsätzlich
Da widerspreche ich immer, wenn jemand sagt, die Leute werden immer egoistischer und wollen weniger sie gesellschaftlich engagieren. Das sehe ich eigentlich anders. Ich sehe, die Leute wollen sie an dieses Engagement nicht mehr so sehr binden, weil sie es einfach nicht mehr so können. Da glaube ich, müssen diese ganzen, das ist jetzt wurscht, ob das Freiwillige Feuerwehr ist, Hilfsorganisationen und so weiter, müssen wir für die Zukunft einfach Lösungen entwickeln, wie wir das die Leute einfach einfacher und flexibler machen, dass sie hier engagieren und dass aber die Qualität auch dieser ehrenamtlichen Leistung darunter nicht leidet. Das wollte ich dazu noch. Das Ehrenamt gehört im Grunde. Danke sehr. Stärkt. Den Ehrenamtsbereich muss man im Grunde auch da sein, immer dran und versucht man mit verschiedenen Verbänden seit Monaten da eine Lösung zu finden. Wie kann man das Ehrenamt generell stärken? Okay. Aber ich glaube, bei dir war noch eine Frage. Genau, eine kleine Frage nur zu dem Thema. Zu der Sache Katastrophenschutz und Feuerwehren, was weiß ich, irgendwo kleinere Feuerwehren zum Sparen. Das sehe ich ganz kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Stützpunktfeuerwehren, sage ich jetzt mal, im Landkreis Murnau braucht man mindestens 3 bis 4. Dann hat man mindestens, also muss man einen Dreischichtbetrieb fahren und muss dementsprechend Leute hochgestellt haben. Diese Kosten, glaube ich, übersteigen den Rahmen für den Landkreis, für die Gemeinden. Ist mit Sicherheit so leicht. Wenn das jetzt alles der Landkreis zahlt, also. Jahrzehnte vielleicht beobachtet habe, wie die Bundeswehrreform gewesen ist, wo der Wehrdienst weggekommen ist, ist ja somit für das THW der Ersatzdienst weggefallen. Und es ist wirklich, ich sage mal, über schon 20 Jahre der Katastrophenschutz komplett vernachlässigt worden. Und man hat die letzten Jahre irgendwo versucht, das ist mein Eindruck, den Katastrophenschutz über die Feuerwehren zum Aufrechtzuerhalten. Weil wenn man schaut, Schneerammer in Berchtesgaden oder also Hochwassereinsätze, dann innerhalb von 24 Stunden irgendwo weit über 1000 Leute zum haben. Und das schafft man, wenn man seine Strukturen wegrationalisiert, dass man sagt, man macht keine kleinen Feuerwehren, dann hat man die Leute auch nicht mehr, die sind weg. Ja? Das THW hat keine Leute mehr dann hat die Feuerwehr keine Leute mehr, dann haben wir auch keinen Katastrophenschutz nicht mehr. Und das andere zum Thema Ehrenamt, das ist ein Anliegen, das habe ich auch schon oft diskutiert und auch schon oft geschimpft. Ist vielleicht da wieder anders zum sagen. Es ist schwierig, Vereinsvorstände noch zu finden. Ja. Das ist immer wieder. Man findet keine Vereinsvorstände, man kann die Vorstandschaften nicht mehr besetzen. Ich war selber 12 Jahre lang erster Vorstand bei einer Feuerwehr. Also mir hat es da oben gelangt. Ja. Ich habe nach 12 Jahren aufgehört und gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Eine Vorschrift nach der anderen kriegt und das sind keine Vorschriften, wo ich sage, ja, das kann man schon mal leicht machen. Also das letzte war dann ja diese Datenschutzverordnung. Das ist unglaublich, das hat ja dann letztendlich für Firmen, für Vereine alle gleich gut, das Ganze. Ich war im Landratsamt bei einer Veranstaltung, wo das referiert hat, gesagt hat, nach 10 Minuten, das versteht es jetzt sowieso nicht, das könnt ihr eh nicht umsetzen. Ja. Das ist Landratsamt. Das ist Landratsamt. Wir haben da einen Anwalt gehabt bei uns in der Firma für dieses Thema zum Umsetzen. Ich als Vereinsvorstand mit meinem Namen muss unterschreiben und muss genau dasselbe können. Wie soll ich das machen? Diese Verantwortung kann ich nicht übernehmen. Und wenn ich mein Amt jemand anders weitergebe, dann muss ich ihm einen Seelenordner geben, wo drinsteht, was er zum Tor hat. Nur fristgerecht, formgerecht. Irgendwelche Daten zum Einholen, dass man da regelkonform ist. Ja? Das ist nicht zum Umsetzen, das ist unmöglich. Und wenn, es ist ja nie was, aber wenn was ist, dann denkst du. Und dann stehe ich in der Verantwortung. Und das ist was, wo ich sage, wird ganz schwierig sein, wenn das so weitergeht, Vereine aufrecht zu erhalten, weil es keine Vorstände mehr gibt oder keine Vorstandschaften, weil das keiner mehr diese Verantwortung übernehmen kann. Und da muss man sich was einfallen lassen, das zum Vereinfachen. Also mit den Datenschutzgeschichten, Nachbarland Österreich hat die Vereine komplett rausgenommen. Ich will nicht sagen, man soll die Vereine komplett rausnehmen, aber ich kann jetzt nicht ein kleiner Verein mit vielleicht 50 Mitgliedern mit dem FC Bayern vergleichen. Das geht einfach nicht. Ja, dass der FC Bayern vielleicht sowas machen muss, eine größere Größenordnung am Verein machen kann es sein. Die haben andere Möglichkeiten, aber als Verein, als kleiner Verein, keine Chance. Und das ist was, wo ganz viele Leute abschreckt und allen Respekt, wenn heute noch einer so ein Amt übernimmt, muss ich ehrlich sagen, ich habe mein Amt aus diesem Grund aufgegeben. Und ich habe nicht ernsthaft gefragt, noch einmal so ein Amt zu übernehmen. Ich habe es aber gern gemacht. Danke sehr. Ich meine,
Ich kenne die Problematik sehr gut vom kleinen Verein. Ich komme ja aus Vereinen, wo man uns immer engagiert hat. Ich bin nicht in der Feuerwehr, aber eher im Sport gewesen. Aber ich weiß die Problematik sehr gut. Und das Thema Katastrophenschutz, den du eben angesprochen hast, das ist ein großes Problem bei uns, weil wir dem Katastrophenschutz nicht die Wertstellung, nicht das eingeräumt haben seit Jahren bei uns in Deutschland, der es verdient und die Wichtigkeit, den es verdient. Und da gehört das erste Mal viel Geld in die Hand genommen, dass man den aufrechterhalten kann. Und da sind wir momentan dran und das ist mein oberstes Thema. Ich bin ja der Sprecher der Fraktion dafür. Und das ist, wir sind dran, aber es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger, aber sehr, sehr schwierigen Pfad, den wir da gehen. Vor allem, weil es nicht populär ist. Gell? Frau Dr. Mayer, bitteschön. Mir geht es dann nachfolgend um ein Thema zum Thema Geld in die Hand nehmen und vor allem um Pflege bzw. das Drei-Säulen-Programm, das im Wahlprogramm zur Pflege vorgeschlagen wird. Ich meine, es ist klar, wir werden immer mehr Pflegende brauchen, wir werden immer mehr zu Pflegende haben. Wenn wir in die Bevölkerung gucken, ist das nur logisch. Nur, jetzt gibt es ein Problem, wenn wir uns an das von Ihnen vorgeschlagene Konzept dazu halten, dann haben wir die umlagenfinanzierte Pflege, dann haben wir die eigenverantwortliche Pflege über die Eigenfinanzierung und dann haben wir zusätzlich die betriebliche Vorsorge dabei. Ich habe das große Problem, meine Pflege hat mit 1,5 Jahren angefangen. Das heißt, eigenverantwortlich gab es noch nichts. Betrieblich gab es mit 1,5 Jahren auch noch nichts. Was machen wir denn mit Menschen wie mir? Was machen wir mit Menschen, die relativ jungen Unfall haben? Werden wir dann anfangen, dass wir eine Art Zweiklassenpflege anfangen? Mhm. Die, die vorgesorgt haben und die, die nicht vorgesorgt haben? Wie gehen wir mit diesen Fällen um? Wie gehen wir mit denen um, die nicht vorsorgen können oder konnten? Nein, wir werden sicher, aber fallen hin, sicher dazu noch mehr sagen, aber wir werden sicher keine, gerade wir kämpfen dagegen, gegen eine Zweiklassenmedizin, gegen eine Zweiklassengesellschaft. Da gibt es natürlich dann Sonderregelungen. Wir gehen jetzt vom generellen, vom allgemeinen Fall aus, aber da gibt es natürlich Sonderregelungen. Wir kämpfen wirklich dagegen, gegen eine Zweiklassengesellschaft. Wir wollen das nicht, gar nicht so weit kommen lassen, aber vor allen Dingen kommt aus dem Bereich, du kannst dazu sicher noch mehr dazu sagen wie ich. Ich glaube, ganz kurz und knapp muss man sagen, genau deswegen ist so ein Austausch wichtig. Genau. Letzten Endes muss man ja auch sagen, ist ja auch dieses Parteiprogramm, so wie wir es haben, behandelt ja viele verschiedene Themen und unsere Vorstellungen davon. Manchmal geht es ein bisschen mehr in die Tiefe, weil man da eben Fachpolitiker hat, die da sehr tief sich auskennen. Manchmal vielleicht auch nicht tief genug. Und deswegen ist ja das Wichtige, dass man eben diesen Austausch mit den entsprechenden Interessensverbänden, mit den Leuten hat, damit das dann auch mit einfließt, wenn man dann ein konkretes Regierungsprogramm hat oder einen konkreten Antrag stellt. Das ist ja das, wo ja, jetzt Sandra hat heute den Fachbereich Katastrophenschutz in der Fraktion und ist da im Austausch, zum Beispiel Feuerwehrgewerkschaft, Bundesministerium für Bevölkerungsschutz und Katastrophen und so weiter, also die ganzen Vertreter der Hilfsorganisationen. Und genauso gibt es natürlich die Fachpolitiker, die wo sie das Thema Pflege, Renten und so weiter anschauen und sie dann natürlich auch austauschen mit den Leuten. Und bevor ja im Bundestag in die Richtung irgendwelcher Anträge gemacht werden oder so, findet da ja wahnsinnige Vorarbeit durch die jeweiligen Fachpolitiker mit ihren Mitarbeitern statt. Aber genau deswegen ist so ein Austausch wichtig und das ist ein ganz wichtiger Impuls. Und ich bin mir sicher, dass den Sandra mitnehmen wird in der Fraktion. Ganz klar. Und wenn es dann um das Thema geht, damit einbringt. Ich denke, es geht halt vor allem darum, wir haben ja ganz am Anfang des Gesprächs mal darüber gesprochen, dass es um die Sichtbarkeit geht. Und letztendlich wäre ja das Ziel einer Inklusion und einer generationengerechten Gesellschaft, weil jeder von uns kann ein Pflegefall werden, eben darum, dass wir keine Sonderfälle produzieren. Dass es nicht heißt, okay, jeder dritte Mensch bekommt eine Sonderregel, weil wir das jetzt nicht ausformulieren konnten, wollten. Und ich sehe das problematisch, dass man da von dem Fall ausgeht, dass es wenige sind, die zu pflegen oder Pflege brauchen werden, weil das ist, wenn wir uns letztendlich auch in diesem Raum umschauen, das ist unwahrscheinlich. Es gibt ja inzwischen diese Studien, dass das immer mehr wird. Es wird ein ganz großes Thema der nächsten Jahre werden. Ja, wir werden alle älter, wir wollen gepflegt werden. Ja,
und wollen nicht selber fliegen. Also ich bedanke mich sehr für diese Veranstaltung mit einem überraschenden Schwerpunkt bei der Feuerwehr und Katastrophenschutz. Aber wir wollen ja alle gerettet werden, wenn es brennt, wenn das Wasser flutet. Es war eine schöne Veranstaltung im Freien. Ich danke Ihnen. Jetzt kriegen wir sicher noch mal eine schöne Blasmusik zum Abschied. Bleiben wir doch bitte im Dialog. Das ist unwahrscheinlich. Ja, Frau Bubendorfer, sagen Sie noch ein Schlusswort, Sie sind die Gastgeberin. Ich habe jetzt gemeint, die Blasmusik spielt. Ich danke ganz, ganz herzlich fürs Kommen. Vielleicht bleiben wir noch ein bisschen benannt, auch wenn es ein bisschen frisch ist. Und freuen wir uns ein bisschen auf die Blasmusik. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht schaffen wir wieder mal einen Stammtisch. Oder bis zum nächsten Mal an irgendeiner Veranstaltung. Wir freuen uns sehr. Und danke fürs Kommen. Kommen Sie gut heim. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie vor allem auch demokratisch. Herzlichen Dank.